dass ein Film wie Dream Home für seine Veröffentlichung in Deutschland mehr oder weniger stark gekürzt werden muss, versteht sich eigentlich von selbst. In diesem Fall allerdings war nicht einmal die Ursprungsfassung des Films aus Hongkong vollständig. Allerdings wurden die dort gekürzten Gewaltszenen, die notwendig waren, damit der Film das Cat-3-Rating bekommt, ins Bonusmaterial der DVD gepackt. Irgendwie eine Sache, die den ganzen Jugendschutz gleich wieder komplett sinnlos macht. Die erste wirklich vollständige Fassung des Films, die nicht nur komplett ungekürzt ist, sondern auch das Originalbildformat 2:35:1 bietet, war die französische Blu-ray. Die steht mittlerweile zum Glück nicht mehr allein da. Es gibt jetzt auch ein hübsches österreichisches Mediabook, das den Film im Originalformat in der ungekürzten Fassung auf DVD und Blu-ray enthält. Und genau die Fassung konnte ich mir jetzt endlich auch ansehen. Und bevor ich mit dem eigentlichen Review des Films beginne, muss man eines verstehen. Die Erzählstruktur von Dream Home ist nicht so ganz linear. Es gibt immer wieder Zeitsprünge, die der Film dankenswerterweise weder mit Einblendungen noch mit sonstigen visuellen und technischen Stilmitteln irgendwie erklärt und die sich der Zuschauer dann irgendwann einmal im Laufe des Films selbst zusammenfinden muss, was mich irgendwie auch wieder an den Film Neighbor erinnert. Kein gutes Zeichen bis jetzt, aber schauen wir mal weiter. Ehrlich gesagt, ziemlich ähnlich wie bei Neighbor, ist der Aufbau der Handlung bei Dream Home mehr oder weniger so, dass der Film einen extrem brutalen Mord, eine Dialogszene mit mehr oder weniger Sinn und Zusammenhang, einen extrem brutalen Mord und so weiter und so fort zeigt. Der Unterschied zu Neighbor ist allerdings, dass während Neighbor am Ende einfach ein offenes Ende bietet, erklärt Dream Home dann die Charaktermotivationen und gewisse Hintergründe. Doch, wobei es einem in diesem Fall fast lieber wäre, der Film hätte das nicht getan, weil die eigentliche Story, die hinter dem Film steckt, derartig was von abstrus und unglaubwürdig ist, dass man sich schon wirklich nur mehr an den Kopf fassen kann. Normalerweise, wenn etwas im Film in den letzten 10-15 Minuten erklärt wird, packe ich das unter einen Spoiler-Tag. Im Fall von Dream Home muss ich das gar nicht, weil das eigentlich sogar schon auf dem Cover steht. Ich liebe Inhaltsangaben auf Backcovern, die das Ende des Films mehr oder weniger verraten, weil über die Laufzeit des Films hinweg wundert man sich eigentlich, was die Motivation der Killerin ist. Man sieht sie eben eigentlich mehr oder weniger in einem normalen, langweiligen Bürojob im Alltag, wo sie sich relativ normal verhält. Schnitt, sie bringt irgendwelche Leute um und zwar mit einer unvorstellbaren Brutalität. Diese Dualität ihres Charakters wird über weite Strecken überhaupt nicht erklärt. Und man wundert sich einfach nur. Ich meine, die Splatter-Junkies werden diese Mordszenen in dem Film wirklich, wirklich positiv aufnehmen und werden sich freuen, endlich mal wieder einen Uncut-Titel zu bekommen, der diese Bezeichnung auch wirklich verdient. Aber wenn man jetzt bedenkt, weswegen sie das macht, und wie gesagt, es steht auf dem Cover, sie möchte eine Wohnung haben. End of story. Ja, diese ganz normale Büroarbeiterin wünscht sich nichts mehr als eine schöne Wohnung mit gutem Ausblick und damit sie diese Wohnung bekommt, schnetzelt sie halt alles ab, was irgendwie in dem Weg zwischen ihr und dieser Wohnung steht. Und im Endeffekt schafft sie es dann sogar noch, den Preis zu drücken, was sagen wir es mal so, die Moral der Geschichte dann noch mehr hinterfragen lässt als die ganze Erzählstruktur. Denn was der Film eigentlich immer suggeriert ist, wir haben eine Serienkillerin vor uns, die zu einem gewissen Grad Rache üben muss oder die irgendeine Verbindung zu ihren Opfern hat. Weil wenn man sich an die ganzen Erklärungen erinnert, die so Krimiserien wie Criminal Minds oder so liefern, dann sind die brutalsten Verbrechen eigentlich die,
die unter Anführungszeichen aus Leidenschaft passieren, die aus Rache passieren, aus Eifersucht passieren. Wenn jemand seine Opfer danach auswählt, ob sie in dem Haus wohnen, in dem man selber gerne eine Wohnung kaufen würde, dann ist eigentlich keine wirkliche Verbindung da und dann ist es an sich von der Motivation her mehr oder weniger ein Fall für Schusswaffengebrauch oder so. Ich meine, ich will das jetzt auf keinen Fall legitimatisieren und möchte auf keinen Fall quasi eine positive Stimmung für diese Entscheidungen liefern, dass es komplett wahnsinnig ist, was sie tut, und zwar für ihre Wohnung zu morden, ist hoffentlich klar. Das Einzige, was ich hinterfragen möchte in diesem Film, in dem es eigentlich um nichts anderes geht als brutale Kills, sind die brutalen Kills. Nämlich dahingehend, dass sie im Vergleich zu dem, was die Killerin erreichen möchte, in überhaupt keiner Relation stehen und dass sie im Kontext mit dem Film und dem, was die Story verfolgt, überhaupt keinen Zusammenhang und überhaupt keine Daseinsberechtigung im weiteren Sinne bietet. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, was für Aufwand diese Killerin teilweise betreibt. Ich meine, eine der unglaublichsten Szenen in dem ganzen Film ist die Erstickungsszene, wo jemand einen Plastiksack über den Kopf bekommt und damit nicht genug. Dieser Plastiksack hat oben einen Ansaugstutzen für einen Staubsauger. Ich wundere mich erst einmal, wo man sowas kauft. Es kann kein Staubbeutel sein, weil die machen aus Plastik jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und da oben kann sie den Staubsauger befestigen. Noch einmal, wo kauft man Plastiksäcke, wo man vorne den Schlauch eines Staubsaugers hineinsteckt? Völlig sinnloses Produkt. Und dann lässt sie sie so liegen. Hätte ohne Staubsauger genauso funktioniert, wäre weniger lachhaft. Ich meine, es ist schon so übertrieben und so unglaubwürdig, dass es einfach dem Film jeglichen Hang zur Realität raubt. Was zum Beispiel ein Film wie I Saw the Devil wirklich gut gemacht hat und was für diesen Film eine wirklich wichtige Sache war, ist, egal wie extrem dieses Duell zwischen Killer und Polizist wurde, das, was sie einander antaten und das, wie sie miteinander umgingen, hatte immer noch eine gewisse Basis in der Realität. Und auch wenn diese Spirale der Gewalt immer extremer wurde, immer brutaler wurde, zu einem gewissen Grad waren die Handlungen jetzt nicht nachvollziehbar im eigentlichen Sinn, sondern nur von den Charakteren her glaubwürdig. Und das fehlt mir in einem Film wie Dream Home absolut. Es ist einfach ein Film, den sich Leute anschauen können und in dem Sinne sollen, die ihn rein wegen seiner Effektszene haben und sehen wollen. Diese Leute kommen bei dem Film extrem auf ihre Kosten und werden wahrscheinlich einen Film entdecken, den sie noch lange auf irgendwelche Videoabenden mit anderen Gleichgesinnten mitnehmen und bekommen einen Film, der effekttechnisch einiges auf den Kasten hat. Aber leider, oder ich sage ganz ehrlich, zum Glück reicht mir das mittlerweile nicht mehr.